Euro NCAP. Aktuell im Test der Kia Sorento. Beim Insassenschutz für Erwachsene überzeugt der Sorento nicht. Die Fahrgastzelle bleibt im Offset-Frontal-Crash-Test stabil. Der Schutz des Brustbereichs des Fahrers wird als schwach eingestuft. Die Messungen an Knien und Oberschenkeln des Fahrers und des Beifahrers deuten auf ein grenzwertiges Schutzniveau hin. Beim Crash auf die starre Barriere ist der Schutz für alle kritischen Körperregionen, sowohl für den Fahrer als auch für den Insassen auf dem Rücksitz, gut bis ausreichend. Im Seitencrashtest bietet der Kia den Insassen einen guten Schutz. Der Kia Sorento ist mit einem Zentralairbag-System zwischen den Vordersitzen ausgestattet, das die Köpfe beider Insassen auf den Vordersitzen gut gegeneinander schützt. Die Messwerte beim schwereren Pfahlanprall zeigen auf gute bis ausreichende Ergebnisse. Die Tests an den Vordersitzen und Kopfstützen zeigen einen guten Schutz gegen Schleudertraumata im Falle eines Auffahrunfalls. Wie sieht es mit dem Insassenschutz für Kinder beim Sorento aus? Im Frontal-Offset-Crash-Test ist der Schutz des Kinderdummies für kritische Körperteile überwiegend gut. Im Seitencrash kann der Kia überzeugen. Der Schutz aller kritischen Körperteile für beide Dummies ist gut, die volle Punktzahl wird erreicht. Bei den Tests mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern kann der Kia Sorento nicht überzeugen. Der simulierte Aufprall von Beinen und Becken eines Fußgängers zeigt an der Motorhaubenkante einen weitgehend ungenügenden Schutz. Das autonome Notbremssystem ABS des Kia Sorento kann gefährdete Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer erkennen. In den Tests ist die Reaktion des Systems am Tage und bei Nacht auf Fußgänger gut, auf querende Radfahrer gut bis ausreichend. Die Tests der Sicherheitsassistenten beim Sorento liefern gute Ergebnisse. Ein autonomes Notbremssystem ABS ist serienmäßig verbaut. Das Spurhaltesystem korrigiert gut die Lenkung des Fahrzeugs, wenn es aus der Spur gerät, und greift in einigen kritischen Situationen gut beherzt ein. Alle detaillierten Ergebnisse zum Kia Sorento gibt es zum Nachlesen unter adac.de oder euroncap.com.